Hallo, was machen Sachen? Wir müssen über Lerats letztes Video reden. Das finde ich sehr bedenklich. Der ein oder andere, der schon ein bisschen länger da auf meinem Kanal ist, der weiß, ich habe schon mal ein Video grob gemacht über Zoophilie, weil ich Bekannte hatte, die halt, ich nenne es jetzt mal, eine YouTube-Sekte gefallen ist, wo es halt auch um Zoophilie und Bestiality ging. Und ich finde das halt sehr, sehr bedenklich. Aber finde es auch, man sollte mehr aufklären und darüber sprechen. Jetzt nicht so in dem Fall, wie Leroy es tut, einen zoophilen Menschen in seine Sendung zu holen, der dann halt seine Neigungen entschuldigen kann und halt der breiten Masse schöner darstellen kann, sondern man sollte halt wirklich wie unseren Ehrentierpfleger hier Stefan ein bisschen aufklären, wo jetzt da die Gefahren und die, ja, die Straftaten darin liegen, dass man das halt nicht machen sollte. Ich habe nämlich leider, weil ich halt auch gerade durch die Bekannte deutlich mehr Berührungspunkte, was das angeht, und leider die Tendenz gefunden, dass das halt immer mehr normaler wird. Oder es wird halt mehr akzeptierter, es wird mehr positiv drüber geredet als negativ, über generell diese ganze Zoophilie, Bestiality oder wie man das jetzt alles nennen möge. Es gibt viele Worte für das Gleiche. Mensch mag Tier, viel zu dolle. Überschreite deutlich Grenzen. Ich nenne es jetzt einfach Zoophilie, weil es der Begriff ist, mit dem das Video arbeitet. Es werden halt viele Begriffe genutzt. Zu einen ist das eine Taktik, um das Ganze einfach ein bisschen zu verschleiern, ein bisschen zu verschönigen. Sie haben es auch mal kurz angesprochen in dem Video. Man hat es in Deutschland Sodomie genannt. Das war ein sehr religiöser Begriff, war ja negativ behaftet. Also hat man es umbenannt, damit es ein bisschen netter klingt, dass es schöner ist. Und hat das Ganze Zoophilie genannt. Es geht halt ein bisschen weiter. Im englischen Raum ist man dann halt auf Zoos gegangen und Bestiality, dass das halt noch ein bisschen netter klingt, weil Zoophilie klingt ja auch schon ein bisschen kacke. Ja, und ich finde, wie gesagt, ich habe beobachtet, dass es halt immer mehr und mehr im positiven Licht darstellt, was ich sehr, sehr bedenklich finde. Was ich auch sehr bedenklich finde, wenn man einfach nur Zoophilie oder so googelt, die ersten paar Sachen, die man findet, sind einfach mal pro. Also man bekommt erstmal Peter, die dagegen sind, was ich schön finde. Ich kann mit Peter nicht so viel anfangen, die haben auch viel Scheiße gebaut. Aber da stehen sie mal richtig ein und sagen, nee, nicht machen, Scheiße, Straftat. Und die nächsten beiden sind halt erstmal pro Zoophilie und das finde ich sehr bedenklich, dass man deutlich leichter an Sachen kommt, die es befürworten, als an Quellen kommt, die sagen, nee, ist scheiße, mach mal nicht. Selbst Forschungspapiere lassen sich relativ schwer finden, wie auch unser guter Stefan es genannt hat. Keiner will damit großartig was zu tun haben. So ein Tabuthema, nee, fass mich nicht an, was wir nicht sehen, ist nicht da. Und das ist ein Fehler. Man sollte, wie gesagt, ich persönlich finde, man sollte mehr aufklären, dass das nicht okay ist, damit halt solche Menschen, die das halt salonfähig machen wollen, einfach keine Chance kriegen. Aber tja, der Staat sieht das anders. Du hast jetzt schon ein paar Mal von Straftaten gesprochen. Das, was Michael als Beziehung beschreibt, auch mit Geschlechtsverkehr, ist das eine Straftat? Das ist an sich keine Straftat in Deutschland, leider Gott. Das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, es gibt ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro, wenn man sexuelle Handlungen an Tieren vornimmt. Es zählt nicht als Straftat an sich, sondern ist eine Ordnungswidrigkeit unterm Tierschutz. Und jeder, der sich mit Tierschutz nur minimal beschäftigt hat, weiß genau, wie schwierig es ist, sich da irgendwie durchzusetzen, dass man halt wirklich auch eine Straftat als Straftat darstellen kann und sich da nicht rauswinden kann. Das ist super, super schwierig beim Tierschutzgesetz. Das ist mega schwer. Wie gesagt, ich hatte da auch jetzt halt nicht wegen Zoophilie, sondern wegen anderer Tierschutzgeschichten selber ein Problem. Ich hatte auch in meiner Ausbildungszeit im Zoofachladen, hatte ich auch mich mit dem Veterinäramt bei uns in der Nähe kurz geschlossen und wir haben ein bisschen da was getan. Es ist super, super schwierig, da jetzt halt auf einen grünen Punkt zu kommen, um halt was Positives für die Tiere zu machen. Es dauert super lange, bis man Tiere aus schlechten Haushalten rausholen kann. Dass man halt generell irgendwas tun kann, muss man so viel machen, dass es teilweise schon viel zu spät ist und es dem Tier absolut nichts mehr bringt. Weil das ein Schmuddelthema ist, ein Tabuthema, die Sodomie, die Zoophilie, und niemand damit was zu tun haben möchte. Medien möchten nichts damit dazu zu tun haben, Amtstierärzte möchten nichts damit dazu tun haben. Jeder, der mit diesem Thema konfrontiert wird, sagt, um Gottes Willen, damit möchte ich nichts zu tun haben.
Ja, Stefan hat es auch nochmal erwähnt, wie schwierig es ist, halt generell irgendwas zu finden, weil jeder will nichts sehen, nichts hören, hat nichts davon mitbekommen. Es ist jetzt nicht nur in Deutschland so, auch in unseren angrenzenden Ländern, sei es Österreich, sei es Schweiz, sei es, keine Ahnung, Frankreich, England, ist komplett wurscht. Selbst international, Amerika, Kanada, es ist super schwierig, da irgendwas zu machen. Sei es jetzt halt Gesetze oder halt einfach die Leute verfolgen, weil es hat niemand was gesehen, nicht mal jemand was gehört. Selbst in Amerika, wo so Sachen groß gemacht wurden, wie jetzt die Sadism Leaks oder halt der Vorfall mit Mr. Hands und was da alles drankommt, das waren richtig große Dinger in den USA. Und da haben nur diese einzelnen Staaten, in denen das passiert ist, drauf reagiert. Der Rest hat, ja, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gehört, ist nicht unser Problem. Und der Stefan hat hier eine Idee, die würde ich begrüßen. Nicht unbedingt nur für die Zoophilie, sondern unter alle Paraphilien. Wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin jetzt auch kein Psychologe, aber diese ganzen sexuellen Andersheiten nennt man Paraphilien. Das ist so quasi der Überbegriff, um das alles ein bisschen besser zu sortieren. Ich blende da kurz was ein, das könnt ihr euch durchlegen, wie es halt so grob zusammengesetzt ist. Dass man da halt einfach ein bisschen mehr macht, egal welche Paraphilie es ist. Man sollte dagegen vorgehen und nicht alle einfach Ohren, Augen und alles verschließen und haben wir nicht gesehen, was wir nicht sehen, ist nicht da, wie so Kleinkindlogik. Ja, wenn wir es nicht sehen, ist es nicht passiert. Grundsätzlich würde ich mir eigentlich wünschen, das ist auch eine Forderung von Tierschutzorganisationen, dass man bundesweit ein LKA schafft, wo Polizeibeamte, Tierärzte arbeiten, unabhängig von den Veterinärbehörden. Und gegen Leute ermitteln. Wir brauchen quasi, wir haben eine riesengroße Cyberkriminalität mit Tieren. Tiere werden illegal gehandelt, Tiere werden für sexuellen Missbrauch verkauft, vermietet, Tierpornografie. Dagegen ermittelt niemand proaktiv. Und nur, wenn Tierschützer ermitteln, dann wird überhaupt was getan. Ja, und das finde ich halt schon traurig, dass man so als Staat so absoluten Fick drauf gibt, wie es unseren Tieren geht, dass das halt wirklich alles von Privatpersonen, private Organisationen gemacht wird. Sei es jetzt halt wie Stefan hier, der als Tierpfleger mit dem Tierschutz hilft, sei es halt Hilfe von Ärzten und so weiter. Auch, dass es halt kaum Dokumente oder sowas drüber gibt. Es gibt Erfahrungsberichte von Tierpflegern, es gibt Erfahrungsberichte von Ärzten, aber es ist halt nichts wirklich Offizielles, wo man halt auch sich als Quelle rückrufen kann. Es ist echt schwierig, was zu finden. Es gibt ein paar Forschungen, die wurden gemacht 2002. Das ist eine Weile her. Das ist halt absolut komplette Stilllage. Niemand will irgendwie was in die Richtung was machen, zu tun haben. Sehr, sehr traurig. Auch allein das Nachweisen. Wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen. Es ist eine Ordnungswidrigkeit unterm Tierschutz. Allein das Nachweisen ist super, super schwierig. Wenn man jetzt nicht konkret das Tier direkt danach beim Tierarzt hat und man halt wirklich diese Schäden, die ein Mensch einem Tier halt hinterlässt, das deutlich zu klein für den Genitalbereich eines Menschen ist, gerade männlicher Mann, meist, na gut, Tier mit Loch, meist passen die Dimensionen nicht so. Der komische Michael hat das auch versucht, irgendwie sich rauszureden und ich weiß nicht, wie er auf Faust groß Dings kommt. Ein männlicher Mensch hat aber keinen faustgroßen Knoten am Ende des Penis, der dann auch in den Hund mit eingeführt wird. Aber der Hundepenis ist deutlich kleiner wie der eines durchschnittlichen Mannes und natürlich bekommen die Tiere dadurch Verletzungen und Schmerzen. Normalerweise sind Hunde nicht so groß. Die haben ja einen Knüppel, wenn sie sich ergießen, nenne ich es jetzt mal so, um irgendwie TOS zu bleiben. Selten wird das Ding faustgroß. Generell ist so ein Hund, egal wie groß der Hund ist, meistens weniger bestückt wie ein Mann. Es wird sich alles schön geredet. Wie gesagt, diese Menschen, diese, alles was unter Paraphilie ist, die können es nicht anders. Die können, die sind in ihrer eigenen Welt gefangen. Es ist halt eine anerkannte psychische Krankheit. Die können es sich nicht schönreden. Du kannst das Gleiche ist, wie wenn du zu einem Depressiven sagst, ja lach doch mal. Der ist so in seiner Welt gefangen, dass der halt nicht anders da kann, als sich das schön zu reden. Und das muss man halt auch bedenken. Das heißt, der Mann, der gehört in professionelle Hilfe und nicht bei einem Dude ins Interview, wo er sich rechtfertigen kann, wo ihm die ganze Welt noch zuschauen kann und er sich einfach besser fühlen kann. Vielleicht findet er fünf Leute, die seiner Meinung sind. Und ja, diese Leute sind halt, wie gesagt, auch sehr gut miteinander vernetzt. Vielleicht hat jemand ihn gefunden, der das gleiche Neigung hat und dann haben sie wieder ihre Kuschelkiste und jeder tut sich selbst bestätigen. Wie gesagt, solche Leute in die Öffentlichkeit zu bringen, höchstens als Negativbeispiel,
Aber halt, wie gesagt, sie gehören nicht in so eine Art Interview, wo das einfach versucht zu normalisieren, zu rechtfertigen. Es ist wieder keinerlei große Einspruch, Kritik, irgendwas von Lüber zu hören. Er lässt ihn einfach ausreden, als wäre das das Normalste der Welt, dass man halt sein Haustier nannten möchte. Macht ja jeder. Es ist so absurd. Wie gesagt, sollte Leute, so alles, was unter die Paraphilie gehört, das gehört nicht in ein Interview zur Bestätigung und Rechtfertigung ihrer Neigung. Solche Leute brauchen halt professionelle Hilfe. Es ist schwierig, auch für die Leute an sich, es ist schwierig, was zu finden. Das ist mir bewusst. Aber sich dann hinzusetzen, sich beweihräuchern lassen, weil man in einem Interview war und sich dann halt in seine eigene Kuschelbox zurücksetzen mit seinen Kumpels, die die gleiche Neigung haben, ist halt jetzt nicht der richtige Ansatz. Ja, wie gesagt, Michael gehört nicht in ein Interview, Michael gehört in professionelle Hilfe, was halt auch wieder schwer zu finden ist. Generell, ich habe die gleiche, also jetzt nicht wegen einer Paraphilie, sondern generell sich mentale Hilfe zu holen. Ich habe jetzt Hilfe wegen Depression. Selbst da einen Therapeuten zu finden, war schwierig. Ich habe 3 Jahre lang gesucht, jetzt habe ich endlich einen. Er wird es nicht leichter haben, aber wie gesagt, das ist keine Rechtfertigung, ihn in so ein Interview zu zerren und dann ihn hinzusetzen und dann halt, dass er seine Neigung rechtfertigen kann. Vielleicht auch von dem einen oder anderen gefunden wird, der die gleiche Neigung haben und die setzen sich dann alle zu 20 in eine Kuschelkiste und sagen alle, ja, das ist doch, die Welt ist doof, ist doch alles gar nicht so schlimm, wir haben unsere Tiere lieb. Und die, wie gesagt, diese Menschen sind so in ihrem eigenen Film, dass sie wirklich daran glauben, dass sie ihrem Tier nichts Gutes tun. Deswegen war es auch Michael so wichtig, dass man die Zoophilie von der Zoosadism, also dem satanischen oder dem Schmerzhaften, also dem wirklich Töten der Tiere ändert. Obwohl es wirklich, wie auch Michael schon gesagt hat, ein Hand in Hand ist, es ist wirklich, das eine fließt sehr schnell ins andere über. Michael wollte das ja vehement verleugnen, was halt einfach für sich auch nochmal ein Schutzmechanismus für ihn, dass er halt, er ist schon mal besser wie die, weil er macht die Tiere nicht tot. Komm, du hast natürlich einen anderen Aspekt, einen anderen Blickwinkel auf die Sache, weil bei dir als Tierschützer gerade die Fälle auftauchen, wo Hunde oder andere Tiere vergewaltigt worden sind mit entsprechenden Folgen. Aber der Missbrauch ist doch immer mit Zwang. Ja, und er verletzt ja seinen Hund nicht. Es ist halt wirklich reines Wunschdenken, wie auch Michael mehrmals ihm an den Kopf geworfen hat, dass es halt wirklich sein reines Wunschdenken ist. Und alles das, was er da aufzählt, ist halt antrainiertes Verhalten. Es ist keine echte Zuneigung von dem Hund, das darf man nicht verwechseln. Diese Zuneigung, die Michael von seinem Hund denkt zu bekommen, ist antrainiertes Verhalten. Der Hund weiß, wenn ich dieses und jenes mache, bekomme ich halt ein Leckerchen oder halt Bestätigung, Belohnung, Zuneigung, keine Ahnung, irgendwas. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich bestraft, da werde ich, sei es geschlagen, da werde ich angeschrien, da wird nicht nach mir geschaut, da kriege ich kein Futter, keine Ahnung. Ein Hund ist nicht so schlau wie ein Mensch. Man kann einen Hund so mit einem Kleinkind vergleichen. Der begreift noch nicht, was um ihn herum passiert. Er merkt nur, tue ich das, kriege ich Belohnung, tue ich jenes, kriege ich keine Belohnung. Auch wenn mir das nicht gefällt, wenn ich das durchstehe, nehme ich Belohnung, weil die will ich ja haben, auch wenn das Zwischending mir jetzt nicht gefällt. Er sagt, Tiere sind simpel gestrickt. Da kann jeder sagen, was er will. Ein Hund ist nicht so schlau wie ein Mensch. Er sagt wirklich wie ein Kleinkind, das ist so die Größe. Und ich lasse das jetzt mal im Raum stehen. Wenn man das Tier mit dem kleinen Kind austauschen würde, die auf dem gleichen intellektuellen Level sind, haben wir ein ganz anderes Problem. Und ich würde so weit gehen, das zu vergleichen. Das Gleiche haben wir bei Pädophilen, die sagen, wir mögen Kinder. Ich habe eine Liebesbeziehung mit einem Kind. Ein Kind kann keine Liebesbeziehung eingehen und ein Hund kann es auch nicht. Wir können weder ein Kind noch einen Hund, kann man fragen, ob er eine Beziehung eingehen möchte. Sie verstehen zum Teil nicht, was mit ihnen passiert. Aber man kann es feststellen, es ist wissenschaftlich belegt, dass diese Tiere Verhaltensstörungen bekommen, dass sie merken, dass es nicht richtig ist, was man mit ihnen macht. Man trainiert die Tiere da drauf, man macht die Tiere abhängig von sich. Eine Sache finde ich noch sehr spannend und erwähnenswert, wenn man einen Zoophilen fragt, was sind denn jetzt die eindeutigen Merkmale, weil meistens weisen sie ja darauf hin, dass die Tiere einem ja darauf hindeuten mit Körpersprache etc. Wenn man dann mal fragt,
Was sind denn diese Merkmale? Wie erkennst du, dass dein, beispielsweise hier bei dem Fall, dein Hund was von dir möchte? Kommt man meistens mit einer sehr, sehr schwammigen Ausrede daher oder gar keine? Man kriegt eher eine Antwort, wenn man dann fragt, was macht der Hund, wenn er es nicht möchte, dann kommen halt so Standardsachen, die eigentlich jeder kennt, so Hündin setzt sich hin, Rüde geht weg. Aber dass man null bis sehr, sehr schwammige Beispiele bringen kann, was jetzt Consent ist, ist sehr bedenklich. Für unseren zu vielen auch komplett egal, weil der ist in seiner eigenen Welt. Aber das kann man doch durch Körpersprache und Handeln, ja, dass man sich zum Beispiel dann, erst wenn man spielt und dann, wenn man spielt, kommen irgendwann unweigerlich auch, zumindest vom Rüden, irgendwelche sexuell getönten Spielchen. Wenn man sich dann anbietet und der Hund geht darauf ein, dann sehe ich nicht, warum ich da jetzt noch einen Vertrag machen sollte. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, gerade wenn es um Paraphilien geht, dass konsequent, egal um welche es jetzt sich dreht, die Wissenschaft beiseite geschoben wird. Die bisschen Wissenschaft, die wir tatsächlich haben, wird beiseite geschoben mit der Ausrede. Das ist ja nichts Wissenschaftliches, das ist ja nichts, was man beweisen müsste wissenschaftlich, weil es ist eine moralische Frage. Die wissenschaftliche Begründung ist, der Hund möchte ein Dominanzverhalten zeigen, der Hund möchte seinen Sexualtrieb quasi befriedigen, indem er mir am Bein rumjockelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Tier von Natur aus Sex mit dem Menschen sucht. Das gibt es so nicht, das gab es nie. Das ist von den Menschen gemacht, eine Ersatzbefriedigung für menschliche Beziehungen. Es spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, wenn Menschen einsam sind, sich ein Tier zu nehmen, zum Beispiel aus dem Tierheim ein gutes Zuhause zu geben. Wir haben 100.000 Heimat lose Tiere auf der Welt, um mit dem Tier eine Beziehung zu führen, wo das ein Familienmitglied ist, wo sich um das Tier super gekümmert wird, aber eben keine sexuelle Beziehung. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Man schiebt einfach das weg, was man nicht möchte. Michael hat ja auch mal kurzerhand die Aussage, der Stefan solle doch erstmal die zu vielen von den Zoosadisten trennen, hat er gemacht. Da hat er auch trotzdem immer noch sehr, sehr viele Hunde und Tiere, die halt Verhalten hindeuten, dass halt missbraucht wurden. Sagt er, ja, aber mach die mit dem negativen Verhalten doch mal raus und zeig mal die mit dem positiven. Immer nur das haben wollen, was schön, da ist alles andere beiseite schieben. Aber ich möchte nur die paar Beispiele haben, die eventuell darauf hinschließen könnte, dass das ja in Ordnung ist. Alles wird auch weggeschoben, haben wir nicht. Wissenschaft ist egal, das ist eine moralische Sache. Meine Moral ist komplett im Keller, die ist unten und fängt Feuer. Aber Wissenschaft ist nicht so wichtig, weil es ist ja was Emotionales, was Moralisches. Und das hat der Staat nicht zu entscheiden. Und das ganze Ding ist sehr, sehr aufwühlend für mich, hat man vielleicht ein bisschen mitgekriegt. Aber das war mir einfach wichtig, dass ich mein Gedankenchaos einfach mal der Welt tun konnte, weil nichts anderes ist in meinem Kanal. Ich finde irgendwas, das ich gut finde, schlecht finde und ich will drüber reden. An alle, die es geschafft haben, bis hierhin herzugucken oder mitzuschauen oder anzuschauen und ich habe keine Ahnung, was ich hier rede. Vielen Dank, dass Sie mit dir geguckt haben. Ich hoffe, das nächste Thema wird ein bisschen entspannter und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es dann soweit ist.